weiß es. Da ist auch ein Teddy. Wieso kann ich ihn nicht nehmen? Okay. Dankeschön, Firo. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. So, jetzt haben wir den Teddy. Jetzt sind wir wieder hier. Nee. What the hell? Ja, was zur Hölle? Das würde ich auch sagen. I see you. Aha, okay, so gehen wir wieder zurück. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte nicht zurück, ich will wieder da rein. Warum? Jetzt bin ich wieder hier. Kann ich den nur einmal benutzen, oder was? Wie mache ich denn das jetzt wieder? Wie habe ich denn das eben gemacht? Ja, okay, wir laufen zum Flusssymbol. Einfach irgendwo und nirgendwo. Und sie ist immer noch da. Sie spielt so eine Art Spiel mit mir. Sie will mich in Angst versetzen und dann bin ich, denke ich, hätte es fast geschafft, kommt so und schnappt zu. Hinter mir. Was ist hinter mir? Hab ich was übersehen? Ach so. Das sieht doch alles gleich aus. Das sieht wieder aus, als wäre ich genau am selben Ort wieder, ne? Doch alles gleich. Was ist denn jetzt passiert? Wo geht's denn? Was ist denn das? Ich komme hier nicht mehr weg. Jetzt. Also soll ich mich umdrehen und da hinten lang wieder? Bin ich falsch hier, ja? Okay. Jetzt komme ich hier noch nicht mal mehr. Ich kann hier nicht zurück. Es geht einfach nicht. Ich hänge hier irgendwie. Ist es ein Bug oder was? Jetzt so.
Ja, das ist ja hier unten. Da. Und ich bin da, also das heißt, ich muss da, wo das Schlosssymbol ist, wieder hin. Wenn ich jetzt so gehe, das ist falsch, so. Wenigstens unendlich Ausdauer, das heißt, ich kann von denen abhauen. Also hier lang jetzt, ja. Dann benutzen wir mal einen, dann kann ich noch einen aufsammeln. Zu Händen an alle Mitarbeiter der letzten Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zur Folge, dass ein Patient in kritischem Zustand nicht in der Notaufnahme überstellt werden konnte und dies auf dem Gang hinter der Sicherheitstür des Archivs verstarb. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten, die nicht zum Wartungspersonal zählen, darauf hinweisen, dass die Sicherheitstüren nicht funktionieren, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Netzschalters im Archiv vertraut. Verwaltung. Gut, den hat es dann auch getroffen. Schon sagen, die Grafik ist echt nicht schlecht. Gefällt mir. Na komm schon. Jetzt. Zu Händen an alle Mitarbeiter. Wir verstehen, dass Sie Ihre 10-minütigen Pausen nicht immer vor dem Gebäude verbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie Gegenstände im Archiv verschieben und als das befehlsmäßigste Raucherzimmer nutzen können. Egal wie geräumig es ist und wie hoch die Decken auch sein mag, wir haben mehrere Angestellte dabei ertappt, wie sie Kisten mit Versorgungsmaterialien verschoben und übereinander gestapelt haben und daran hochzuklettern und sie alle Aufsichtsplattformen zu verwenden. Diese Gegenstände sind keine Turmausrüstung. Das Klettern auf Kisten mit medizinischen Versorgungsmaterialien wird nicht toleriert. Verwaltung. Okay, da wollten sich ein paar ihre 10-minütige Pausen versüßen und haben gedacht, die rauchen mal in irgendeinem Raum, wo die ganzen medizinischen Versorgungsmaterialien sind. Ja, gab's gleich mal einen Anpfiff vom Chef, der wohl nicht mehr existiert hier. Das waren wohl die, hier ist eine Leiter. Kann ich hier hoch? Kann ich irgendwas machen? Nein. Es kommt wieder diese Musik. Alter. Alter. Datum 1. Mai 1940. Betreff Miss Daniels Suizidi.
Miss Daniels wurde heute früh tot in ihrer persönlichen Unterkunft aufgefunden. Es wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt, aus dem entnommen werden konnte, dass sie sehr unglücklich mit ihrer Arbeit und in ihrem Privatleben war. Laut dem Personal vor Ort war die Todesursache rascher Blutverlust durch selbstzufügende Schnittwunden am Handgelenk. Die Leiche wurde in einem Rollstuhl sitzend aufgefunden. Polizeiliche Ermittlungen werden folgen. Miss Daniels Leichnam wurde inzwischen in die Leichenhalle überstellt. Dieser Vorfall ist in den anderen verstörend ähnlich. Okay. Oh mein Gott. Habt ihr sie gerade langrennen sehen? Was ist das für eine Trulla? Ist hier gerade lang gerannt. War die hier irgendwo, ja? Ich will ja gar nicht lang. Gucken erstmal hier. Ich war in diesen einen Raum da hinten noch gar nicht. Ich wollte erstmal noch in den Raum. Lalalala. Hier liegt auch noch was. Vergangenheit, 12. November 1987. Das Middle Eastland Hospital war einer der einflussreichsten und medizinischen bedeutendsten Orte in der Geschichte unserer Stadt. Nur wenige wissen jedoch, wie wichtig es wirklich war, von Puckenbehandlungen in den 1850ern bis zu dessen Leitung im Bereich der Tuberkulosenforschung in jüngeren Vergangenheiten hat. Das Krankenhaus fiel zum Wohle der Bevölkerung von New Kilbegan beigetragen. Oh, die Alte macht mich schlapp da hinten. Ich kann mich schon nicht mal mehr aufs Lesen konzentrieren. Selbst der kurze, wenn auch scheiterte Versuch, es als Haftanstalt wieder zu eröffnen, hat dabei geholfen, unsere Bürger zu schützen. Was habe ich noch nicht gespielt? Also das Spiel habe ich noch nicht gespielt. Viele Spiele habe ich noch nicht so wirklich gespielt. Manche habe ich mal so angezockt und habe sie dann wieder weggelegt. Ich hab noch ein paar im Petto. Aber das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Oh. Die macht mich fertig. Aber sowas von... Hier war doch noch eine Tür hinten. Komm, ich da jetzt eigentlich noch hin? Da wollte ich erst noch hin. Lass die hier rumschreien, die Troller. Puh, mir doch egal. Du rennst jetzt gleich wieder dann zurück. Du musst ja mir hinterher, ne? Naja. Man hat ja auch so eine eingeschränkte Sicht. Ist das ein Raum oder ein Gang? Okay, na gut, komm, wir gehen jetzt erstmal da hinten das Stück noch holen. Und wieder...